Herr Delius, zu sagen, es hat jemand keine Ahnung, dafür können Sie offenbar nicht zuhören. Jetzt können Sie sich dann überlegen, was schlimmer ist. Ja, vor allem, wenn das eine einfach nicht zutrifft. Und ich glaube, Herr Goyni und ich und auch die anderen müssen sich hier nicht vorwerfen lassen, uninformiert zu sein. Ich habe hier das Inhaltsprotokoll von der Hauptausschusssitzung vom 6. November. Da waren Sie auch anwesend. Und da haben sowohl der regierende Bürgermeister als auch der Finanzsenator umfänglich Auskunft gegeben. Ja, auch zu den finanziellen Mitteln, dass zurzeit noch 340 Millionen von dem Berliner Anteil da sind. Und der regierende Bürgermeister und auch der Finanzsenator haben Ihnen gesagt, wenn das Geld für die nächsten zwei Jahre nicht ausreichen wird, wird es einen Nachtragshaushalt geben. Aber wir jagen doch hier nicht vorher irgendwelche Zahlen durch die Hemisphäre, wo noch nicht mal klar ist, wann der Flughafen genau eröffnen wird. Und deswegen kann man seriös auch keine Rechnung vorlegen. Das wissen Sie doch auch selbst. Und deswegen halten Sie doch hier nicht solche Schaufensterreden. Und genauso auch zu den technischen Sachen. Natürlich sind wir informiert worden, sowohl was beim Testbetrieb genau geschieht und wie viel das es kosten wird. Das hat Herr Medorn alles vorgetragen. Ich weiß nicht, wo Sie da waren. Oder Frau Matuschek, als sie gerade gefragt hat, ja, was ist denn mit dem Brandschutz? Natürlich wissen wir, dass die Firma Siemens jetzt nochmal 92 Kilometer Kabel verlegen wird und dass sie dafür nochmal Geld bekommt. Und natürlich, wenn das durchgecheckt ist und wenn das funktioniert, dann wird der Genehmigungsprozess auch gestartet. Aber erstmal muss das ja verlegt und abgearbeitet werden. Und nehmen Sie das doch mal zur Kenntnis. Und Herr Delius, wo wir schon dabei sind, Sie haben doch am 6. November im Hauptausschuss auch gebettelt, dass die EU-Kommission gegen Berlin wegen der Zuschüsse an die Flughafengesellschaft aktiv wird. Und das ist ganz bestimmt nicht in dem Interesse Berlins. Und so ein Verhalten von Ihnen, das finde ich auch sehr bedenklich. Und Sie wollen offenbar immer neue Probleme herbeireden und freuen sich wahrscheinlich in Ihrem stillen Kämmerlein, wenn am BER etwas nicht vorangeht, weil Ihnen sonst wenig einfällt. Wir wollen, dass er startet, und deswegen brauchen wir nicht Ihre Schaufensteranträge. Vielen Dank, Herr Heinemann. Herr Delius, Sie möchten replizieren. Bitte sehr. Herr Heinemann, auf Sie trifft offensichtlich beides zu. Sie haben keine Ahnung und Sie können nicht zuhören. Zunächst zum letzten Vorwurf. Ich habe den Finanzsenator, er war dabei, hat geantwortet, mir gefragt, ob denn die Gefahr besteht, dass wir nochmal in ein EU-Beihilfeverfahren reinrasseln und wie hoch denn die Marge ist, beziehungsweise wie groß die Bandbreite ist, die dem letzten EU-Beihilfeverfahren hinten rausgefallen sind. Da haben Sie offensichtlich nicht zugehört. Das zum einen. Zum anderen, Siemens, ich weiß, was ich gesagt habe, Siemens behebt die Schnittstellenproblematik, die Siemens selbst verursacht hat. Das hat nichts mit Kabelziehen zu tun. Dafür hat der Aufsichtsrat in der vorletzten Sitzung im letzten Jahr die Entscheidung getroffen, eine Planungsvorbereitung zu machen. Da ist noch überhaupt nicht klar, was passiert. Und Herr Medorn weiß selbst noch nicht, wie genau der Teilbetrieb, der Probebetrieb gemacht werden soll. Wie sollen Sie das denn wissen? Wie soll das denn hier ein Senator berichtet haben? Herr Heinemann, wirklich. Also Sie können ja ganz viel aus den Aussagen von Herrn Wowereit und auch von Herrn Nussbaum herauslesen. Aber das nur wirklich nicht. Ja?